Jo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Wir spielen PUBG. Mit dabei ist diesmal der liebe Fortress. Hallo. Fortress, der ein oder andere kennt ihn aus den guten Ark Streams, unser kleiner Perversling. Lustmolch, wenn man so sagen darf. Ich habe wieder diese Legs. Komisch. Ja. Damals hatte ich die Lex noch nicht, ne? Das ist jetzt dieses Game und das letzte Game, was wir gemacht haben. Da haben wir ein bisschen, aber da haben wir richtig hardcore verkackt. Ich habe irgendwie Lex in dem Game. Ja, aber ich habe auch Lex. Bist du nicht der Einzige? Ich glaube, das ist servermäßig. Ich glaube, das liegt vom. Das muss vom Server her liegen. Hier sind zwei, weißt du, für dich, Mocha? Ja, jo, alles gut. Nimm du die. Oder hast du schon eine Zweier? Nee. Ja, dann nimm du die. Ich habe einen AK gefunden, perfekt. Wir haben schon mal gute Waffen gefunden, dann kann man gleich das Auto nehmen. Und wir wollen eigentlich auch nicht groß rumschnacken, sondern hauen gleich das Thema auf den Tisch. Und zwar geht es heute um Squads. Um Squads in dem Game PUBG. Also 3er-4er-Squad, am besten 4er-Squad. Und ja, macht es Sinn, sich ein paar Leute zusammensuchen, so Stammleute, oder sollte man einfach mit denen spielen, die da sind? Ich finde, man sollte mit vier Leuten sich vier Leute zusammensuchen, nicht mehr. Wenn man mehr als vier sucht, dann ist das vielleicht kacke, sage ich mal, weil wenn man so Bock auf Zocken hat und dann kommst du ins Teamspeak und dann sind aber schon vier da und du bist, also ne, sagen wir, du hast fünf Leute, mit denen du immer zusammen zockst, einer wird immer so durchgewechselt und dann kommst du halt TS oder so und dann sind schon vier Leute da und dann kannst du halt nicht mitzocken. Ist halt ein bisschen ärgerlich, ein bisschen kacke. Deswegen vier Leute, die einfach immer wieder zocken. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Was hältst du davon? Ich finde das auch geil. Also, so eine Stammgruppe, was gibt es Besseres? Ja, ist halt ziemlich, also vor allem nicht nur auf ein Game bezogen, ne, wie PUBG, sondern allgemein. Also ich habe jetzt nur PUBG als Beispiel gemacht, vier Leute, aber können ja noch mehr sein, ne? Können ja zum Beispiel in Ark sind das, weiß nicht, hier ist ein Zweierhelm. In Ark sind es ja mehr als zwei, League of Legends sind fünf, also Overwatch sind sechs Spieler, je nachdem wie man es nehmen möchte, einfach so ein kleines Team bilden, womit man immer wieder verschiedene Games zockt. Aber da kommen dann auch Schwierigkeiten hinzu, ne? Zum Beispiel die Online-Zeiten, viele arbeiten, viele sind nachtaktiv, viele sind so. Server-Lag jeder des Todes, ja. Ich komme hier nicht durch die Tür. Ich weiß nicht, die Server sind absolut noch instabil von dem Game. Es ist halt nur eine Alpha, aber es sind halt die Server. Ich glaube nicht, dass das Game das Problem ist, sondern die Server sind das Problem. Steig ein. Kann ich vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß, manchmal habe ich das Gefühl, es sind alles nur Tages, ja, gefühlt. So, ja. Wir gehen nach unten. Oh Gott, die Zone wird böse. Absolut nicht meine Lieblingszone. Ich spiele so ungern auf der Insel. Aber zum Thema Stammsquad. Nicht nur die Online-Zeiten, sondern auch die Spiele sind ein Problem. Weil manche Leute spielen zum Beispiel nur ein Spiel. Ich kenne Leute, die spielen am liebsten, wir wechseln davon das Wort, die spielen am liebsten nur ein Spiel. Also sagen wir so, bei uns wäre das Ark. Wir haben in letzter Zeit fast nur Ark gespielt. Macht natürlich mega Bock Ark und so, aber was ist, wenn man mal keinen Bock auf Ark hat? Wenn man sagt, ja, ich will mal League of Legends spielen oder so. Steigst du bitte um? Ja, ich hab gesagt. Wenn man sagt, man möchte nur League of Legends spielen oder man möchte nur Counter-Strike spielen oder so, weißt du, dass die Leute, es ist schwer, Leute zu finden, die dieselben Spiele spielen wie du oder denselben Schlafrhythmus haben oder denselben Online-Zeiten oder denselben Humor, ne? Weil wir haben ja verschiedene Humore, sagen wir, das Humore, verschiedene Humor. Zum Beispiel der von Fortress ist sehr stumpf, sehr pervers, stumpf. Alle sagen eigentlich so, ach, wie dumm ist der Junge. Ich sag aber, ich verstehe vollkommen seinen Humor. Oh mein Gott, war das Glitch. Das war Glitch. Oh Gott, das war weniger Glitch. Ich muss kurz mein Headset zurechtbiegen, weil das so ein bisschen nach unten geglitscht ist. Ausreden, ja, Bildschirm war aus, ja. Alles gut, Jungs. Alles gut. So fahre ich in Real Life immer zu meinem irgendwo hin einkaufen oder Studium zur Uni oder was auch immer. Ich kenne mich schon aus, das ist keine Angst. Wir kippen nicht um. Alles easy peasy. Ich bin ein guter Autofahrer. Nur ein paar Mal durch die Prüfung geht das, aber sonst alles bestens. Ich habe, glaube ich, auch nur einen einzigen Unfall bisher gemacht. Also ich war schon ein paar verwickelt, aber bei einem war ich selber schuld. Aber das war auch zum Glück nicht mein Auto, sondern Firmenauto war damals. Weil ich Essen ausgeliefert habe, halt so heiß. Ich war damals 6 Stunden oder 8 Stunden am Tag unterwegs. Damals noch Zivildienst, wer das kennt. Zivildienst, wo man sich geweigert hat, zum Bund zu gehen. Ich komme auch aus der Zeit, wo man es für sich verpflichten lassen musste.
Naja, und ich habe es wie übrigens gemacht bei der AWO, Essen ausgeliefert und habe da mal rückwärts, bin ich dann einen nagelneuen Mercedes reingefahren. Kleiner Schaden, nichts Schlimmes, aber sonst war ich bisher immer unfallfrei. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Hauptthema, und zwar Stammteam. Damals habe ich ja sehr viel mit Perry gezockt. Perry, muss ich sagen, einer der besten Mates gewesen ever. Zum Zocken war immer online gleichzeitig. Wir haben alle Spiele gleichzeitig, also wir haben dieselben Spiele gespielt, wir hatten denselben Humor. Wir haben sogar im Teamspeak zusammen gefeiert, gesoffen, keine Ahnung, Probleme bequatscht, dies, das. Auf jeden Fall guter Mann, der Junge. Und aktuell zocke ich ja jetzt PUBG mit ganz vielen verschiedenen, alle die im Teamspeak kommen. Heißt also, wenn ihr Bock habt zu zocken, kommt einfach mal Teamspeak. Ihr seid herzlich eingeladen, einfach mal nett fragen, kann man sicher zusammen zocken, ein oder zwei Runden. Vielleicht versteht man sich ja so gut, dass man ja mehr zusammen zockt. Ja. Also, oh, Fahrzeug hat kein Benzin mehr, wir müssen laufen. Aber da kommt natürlich nicht nur Zeitfaktor oder Spielefaktor, ne, jetzt zum Beispiel bei PUBG, sondern es kommt auch noch der Spielstil. Es kommt Skill und Spielstil. Skill ist, glaube ich, mal variabel. Ist jetzt egal, ob einer besser oder schlechter ist. Wenn wir jetzt einen Pro-Gamer einladen, der alles rasiert, lassen wir uns durchcarryen. Wenn wir alle scheiße sind, dann sind wir halt alle scheiße. Hauptsache wir haben Spaß, hauptsache wir lachen zusammen und können Geschichten erzählen, kein Plan. Ich erzähle bei Russen Geschichten, jetzt wieder viele erlebt. Sonst. Ja, das stimmt. Und was habe ich noch? Vierten Faktor, was habe ich als vierten Faktor genannt? Jo. Was ist da? Feuerweste. Ja, nehme ich mal. Ey, du musst unbedingt dir ein neues Mousepad besorgen. Fortia spielt zurzeit auf, ich weiß nicht, auf dem Holz oder gefühlt mit einer Stahlmaus auf dem Eisentisch oder so. Jedes Mal, wenn der neu ansetzt, ihr wisst ja so, man muss die Maus immer nach rechts oder links dreht und langsam spielt, neu ansetzen. Das hört sich ungefähr so an. Ist halt übertrieben laut. Das ist auf Dauer, ja, regt mich das mega auf. Normalerweise regt das eigentlich auf, aber Fortress ist schon seit über 2 Jahren so. Irgendwann, weil das Mikrofon immer anschlägt, ist schon echt nervig, ey. Also ich muss es ey. Was war der vierte Faktor? Ich muss mich daran erinnern, aber ich wollte dazu noch was sagen, was ganz wichtig war. Der Skill, und ich habe noch was zum Skill gesagt. Was war der vierte Faktor? Achso, der Spielstil. Ja. Genau. Fortress und ich, jetzt habe ich dich immer höflicherweise unterbrochen, aber ich will das unbedingt sagen, weil ich das schon 2 Mal vergessen habe zu sagen. Spielstil, ihr kennt mich, ich bin der Rusher. Ich gehe gerne in ein Gebäude und ich rush komplett durch, ja. Hier ist ein 2er-Helm. Das sind gute Waffen. Und es ist schwer, Leute zu finden, die den gleichen Spielstil haben, die einfach hingehen und genauso rushen. Die meisten, mit denen ich bisher zusammengespielt habe, die campen oder die spielen super, super, super langsam. Und looten vielleicht eine halbe Stunde und machen dann, ich weiß nicht, was sie halt machen, aber die machen halt irgendwelche paar Dinger, die ich selber nicht verstehe. Okay, ich habe einen Schalldämpfer gefunden. Für welche Waffe? Ah, ja. Habe ich mir gleich mal gesnackt. Hier oben ist noch eine 3er, 2er Rucksack. Hä? Mündungsfeuer MG braucht man nicht. So, was wolltest du sagen? Weiß ich mehr. Weiß ich nicht. Okay, dann hast du dasselbe Problem. Nee, ich wollte jetzt 4 Mal sagen und dann habe ich dich wirklich sehr, sehr unhöflicherweise unterbrochen. Aber ich weiß nicht, ich hab manchmal so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, hier kommen wir nicht runter. Sollen wir Richtung Airfield gehen? Ja, wir gehen zum Airfield. Nee, wir gehen da unten in die Stadt. Wir gehen da unten in die Stadt. Aber wir gehen zu Fuß runter. Ich habe keine Lust hier zu jumpen. Wenn wir jetzt unnötig KP verlieren, ist auch kacke. Ja. Unnötig KP, weil wir haben, glaube ich, schon keine Medic-Sachen, gar nichts. Die Leute, die normalerweise hier oben spawnen, die gehen nach da unten in diese Stadt. Da war ich aber allerdings noch kein einziges Mal looten. Da will ich irgendwie gerade nicht hin. Weißt du, wir noch einladen können? Manu-Keks. Mit Manu-Keks habe ich sehr gern gespielt. Der spielt auch sehr offensiv. Der spielt sehr offensiv, der geht voll rein nach dem Motto YOLO. Entweder man macht sie platt oder man stirbt. Meistens macht man ein bisschen mehr platt, weil man doch, sage ich mal, gegenüber den normalen Asiaten, ich spiele meistens mit Malukis auf Asiaten-Server, die EU-Server übelst am Lecken sind, kennt ihr bestimmt. Und da gewinnt man meistens auch die Duelle, dann hat man mehr Action, man muss nicht so lange looten, eine halbe Stunde, und stirbt dann nach einer halben Stunde looten, ohne einen Kill oder ohne vielleicht sogar einen Schuss abgegeben zu haben. Ich dachte, ich falle hier nach unten, aber anscheinend kann der gut klettern. Da ist unser Auto. Benzin ist leer. Benzin leer.
Ja, aber das kommt halt alles dazu. Das kommt halt alles dazu. Und wenn ihr halt Bock habt, mal mitzuspielen, wir suchen auf jeden Fall vier Leute, vielleicht für einen Stammsquad oder was auch immer. Vielleicht für viele verschiedene Games. Ihr kennt ja so meine Games. Ich spiele gerne Survival Games. Ich spiele sowas gerne. Dann kommt ruhig vorbei. In TeamSpeak besucht uns die neue TeamSpeak-Adresse. Also die alte funktioniert immer noch, aber wir haben jetzt mucke.pro gemacht. Einfach damit man, falls man im Urlaub ist, einfach sich das, naja, einfacher merken kann. Mucke.pro weiß ich inzwischen auswendig, muss ich nicht irgendwelche mucke.ts3.org oder sonst was. Ich kenne nicht mehr die aktuell alte. Brauchst du die in der SK? Nee. Doch. Ja, nimm die mit. Nimm die mit. Ich hoffe, die Zone kommt gleich zu uns. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit hier zum Looten und gleich kommt die Zone bestimmt auf diese Südinsel. Oder wir müssen halt nach Norden. Wir können hier eigentlich auch die Brücke campen, aber ich habe keinen Scope. Ich werde nicht auch treffen. Nicht, das ist das Problem. Ja, dann bringt das Campen aber auch nichts. Viele hassen das, ist aber sehr effektiv. Habe ich auch noch nie gemacht, bis ich jetzt vor kurzem angefangen habe. Ich weiß nicht, mit Easy, da haben wir ein paar Runden gemacht. Aber ich spiele ja mit Russen Ark in letzter Zeit und wir haben mit denen auch jetzt ein bisschen PUBG gezockt. Mega coole Dudes. Oh mein Gott, wir haben, glaube ich, Runden gemacht. Wir haben Vierer-Squad gemacht und da war Fortress auch mit dabei. Wir hatten, ich glaube, Easy hatte 15 Kills, ich hatte 11 Kills. Fortress und der andere Russe hatten, glaube ich, jeweils 1 Kills. Aber wenn man sich das mal so zusammenrechnet, hat man zusammen wie viel? 28, 27 Kills? Ja. Und 28 Kills. Und oh, krass. Das ist mehr als ein Viertel der Gesamtleute, wenn man noch. Also es machen ja maximal 100 Leute mit. Davon rechnest du 4 Leute ab, die zu dir sind. Davon rechnest du nochmal so 10 Leute ab, die disconnecten. Also ich denke so 90 haben, glaube ich, mitgemacht. Ich habe sogar 91. Ich glaube, ich habe die Zahl 91 im Kopf. Moped kommt. Wo? Oh, welche Richtung? Hat einen Hit. Fährt alleine, fährt den Berg hoch. Ich schieße nicht wegen der Waffe. Macht unmöglich Lärm. Ah, ich habe den ein oder zweimal getroffen. Aber ohne Visier keine Chance. Ohne Visier keine Chance. Auto kommt, Brücke. Okay. Baller gegen. Jo, ein Hammer. Ausgestiegen. Spiel safe. Ich umgehe den. Seh den. Wo ist er? Hinterm Auto. Schieß ihm die Beine ab. Der läuft jetzt. Hast du den? Nee. Das. Oh Gott. Da ist noch einer. Hab ihn. Hast dich schon lassen? Ja, jetzt muss man aufpassen, weil die Typen von oben kommen können. Die hören natürlich hier die Schüsse. Wo bist du? Hier bist du. Och, komm schon. Manchmal backt das übelst mit dem Aufheben der Leute, weil der anfängt, irgendwelche Sachen zu looten. Lass uns mal bitte safe spielen, das wäre. Ja. Also einfach immer schön cross-decken. Wenn du siehst, dass der auf dich schießt, gehst du einfach in Deckung. Ich schieße ihn an, wenn du siehst, dass ich beschossen werde, dann gehe ich in Deckung und du schießt ihn an. So, die haben eigentlich ganz gute Sachen. Zweierscope ist auch schon mal etwas. Splittergranate, Rucksack haben wir besseren. Akamoni ohne Ende, sehr schön. Genau das, was wir brauchen. Was hat der? Energy. Ich lasse ja mal ein paar Energy da. Ja. Also einen lasse ich eigentlich, um genau zu sein, da. Das nehmen wir mit. Splittergranate, Helm, falls deiner kaputt ist. Ich nehme die ganze AK-Muni, dann kannst du dir die andere Muni nehmen. Ich kann ja nur M4-Muni eigentlich droppen. Scope war wichtig, weil ich hatte kein Scope. Hattest du eins bekommen? Ja. Was für eins? Das Holo. Okay. Ja, jetzt können wir eigentlich hier campen. Jetzt können wir eigentlich hier stark campen. Ich mag zwar keine Camper, aber man sieht, ich glaube, das Effektivste, was man machen kann, ist wirklich Zonen bekämpfen. Also, was heißt nicht Zonen bekämpfen, sondern mit der Zone laufen, nenne ich das. Ich nenne das mit der Zone laufen. Wieso heißt das mit der Zone laufen? Weil die meiste Action, die in dem Game passiert,
ist, wenn du mit der Zone läufst. Oder halt an den Airdrops. Weil wenn du jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel schon in die Military Base gehen, ich glaube nicht, dass da viele Leute werden. Da ist vielleicht noch ein Team vom Anfang über, die sich noch nicht gegenseitig getötet haben. Ja, und die warten. Die warten bis zum Ende und am Ende kommen erst alle Leute. Und wenn man mit der Zone geht, dann laufen die ganzen Leute, die müssen ja jetzt gleich rüber, ne? Die müssen vom, die müssen, da kommt wieder ein Moped. Wo? An der Brücke. Ich schieße. Noch nicht? Jetzt. Das hat uns gesehen. Pass auf, der hat wahrscheinlich einen Sniper. Welche Richtung ist er? Er ist immer noch da. Der ist ausgestiegen und wartet da. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hatte mich gesehen. Wir können auch da ein bisschen näher dran fahren. Steck ein. Ja. Ja doch, der Server leckt schon. Hat schon etwas gedauert. Da sieht man die ganzen Lags. Hat schon gedauert, bis der losgefahren ist. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier campen, dann können die schwimmen. Okay, da ist er noch. Ist tot. Sehr schön. Dann können die hier schwimmen. Oh, die Zone kommt, deswegen ist er gefahren. Pass auf, kommt noch ein Auto. Ich fahre frontal gegen. Jo, wir haben den Vater. Schieß auf den. Schön. Sehr schön. Kommt noch ein Auto? Nee. Dann loot mal den hier mal eben. Was hat denn der? Der hat mal eine 4-Suche. Perfekt. Nehme ich mir mal. Und die Muni nehme ich. Perfekt. Und der hat eine Pan. Die nehme ich mir auch. Zack. Schnell, wir looten die. Und dann weiter geht's. Sehr schön, ne? Ich sag dir so, ne? Diese Zonencamper, da kriegst du halt am meisten Kills. Jetzt haben wir noch hier zwei Leute, vielleicht hat einer von denen sogar noch einen Sniper, das wäre perfekt. Was hat denn der? Der hat keine Sniper, der hat eine AK. Schnecke ich mir gleich mal die Muni. Nimm mal Energy. Oh, Sniper. Okay, fuck. Ich versuch dich zu blocken. Ja, fuck. Zwei Looten ist kacke immer. So ein bisschen blöd. Aber passiert. Passiert. Nee, lernen wir fürs nächste Mal. Ja. Einer muss immer Deckung geben. Wir sind auch uneingespielt, also wir spielen, kann man sagen, mehr oder weniger zum ersten Mal. Jetzt habe ich hier keine Muni. Aber der hatte, glaube ich, eine M16. Oh, dann hast du 4 Hits. 3 Hits habe ich ihm, glaube ich, gegeben. Die Zone verkleinert sich gleich, ich muss aufpassen. Kacke, ich konnte den noch nicht zu Ende looten. Ich muss jetzt wahrscheinlich weg. Weil wenn ich jetzt nicht wegfahre, muss ich sehr, sehr weit laufen. Und Benzin ist alle. Das gibt's doch nicht. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ein gewaltiges Problem. Jo. Ich muss jetzt gleich gegen die kämpfen. Okay, ich habe aber sehr viel Heal dabei. Und das meine ich mit Zonenläufer. Die Leute, die zu langsam sind und in der Zone laufen müssen.
Wie weit muss ich laufen? Sehr weit, ne? Sehr weit, ja. Okay, aber ich habe sehr viel Heal-Stuff dabei. Ich heile mich jetzt zweimal. Und dann laufe ich los. Was soll ich dagegen machen? Ich geht halt nicht anders. Geht echt nicht. Aber die Typen müssen ja auch laufen. Ja. Oh, ich muss noch quer hier drüber laufen. Das ist ja richtig retarded. Das ist extrem weit. Wird knapp. Wird knapp, aber ich glaube, ich laufe so spät, dass kaum einer mitkommt. Ich darf wahrscheinlich gleich einfach weiterlaufen. Guck mal, jetzt du ist die Zone fertig. Du hast fast die Hälfte geschafft. Ich darf wahrscheinlich gleich, wenn ich ankomme, gleich weiterlaufen. Ja. Am schlimmsten ist, wenn ich jetzt Hits bekomme. Du hast die Hälfte geschafft, Mokka. Da fährt ein Auto. Das Allerbeste, was du jetzt brauchst, ist ein Auto. Ich würde nicht mal eben heilen. Ja, bisher sieht es aber ganz gut aus. Also die Zone macht zum Glück noch nicht viel Schaden. Ich muss jetzt nach Spiel angucken. Wo könnten Spieler sein? Links ist ein komischer Punkt am Berg. Ich glaube auch nicht, dass das ein Helm ist. Ach, die Kacke. Ich kann nach da unten laufen. Ich kann eigentlich jetzt schon nach da unten laufen. Okay, aber so lange bin ich echt noch nie in der Zone gelaufen. Du bist gleich in der Zone. Ich habe aber ein mega beschissenes Waffensetup. AK und M4. Ich hätte lieber eine Sniper. Ich spiele so gerne mit einer Sniper. Du bist auch sehr gut mit der Sniper. Muss ich auch sagen. Nein, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich schieße mal durch die Gegner durch. Ich hast du noch etwas zum Heilen? Ich habe noch etwas zum Heilen, mache ich jetzt. Nicht hier vorne. Läuft keiner hinter mir? Sieht nicht so aus, ne? Ne, aber safe. Da vorne laufen Spieler zu den Airdrops. Das sehe ich. Vor allem jetzt auch noch zwei Airdrops. Das ist auch nochmal richtig, richtig böse, ne? Darf man auch nicht vergessen, zwei Airdrops bedeutet. Oh Gott, der Spieler, bitte, jetzt macht die Spielerzone mehr Schaden. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich tatsächlich ein Problem. Oh Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nee. Ich muss gleich, da vorne wäre ein Auto. Moped wäre da. Aber jetzt Moped zu benutzen... Hast du noch irgendetwas zum Hochheilen? Ja, ich habe noch Hochheilen, das ist nicht das Problem. Dann heile ich hoch und fahr los. Nee, ich heile mich nicht hoch. Ich heile mich hoch und laufe. Ich heile mich jetzt einmal komplett hoch und laufe. Obwohl, nee, ich... Doch, stimmt. Ich fahre, aber ich fahre ein bisschen anders als gedacht. Ich fange mich jetzt von Süden an. Ich glaube, vom Süden her sind weniger Leute. Ich glaube, die werden alle hier vom Airfield auskommen. Oh ja, die Zone macht jetzt richtig viel Schaden. Ich fahre jetzt hier hin und fahre mich hier hinten irgendwo. Da hinten sind Sniper, glaube ich. Boah, ich habe jetzt aber fast alle meine Medikits und alles verbraucht, was ich habe. Boah, Mokka, das sieht. Muss aber noch in die nächste Zone, wenn die nächste Zone kommt, dann. Vor dir ist ein Spieler. Beide tot. Sehr schön. Hinter mir. Ich glaube, die hat eine Sniper. Wenn ich die schaffen würde zu looten. Oh.
weiß immerhin, woher die Schüsse kommen. Ja. Ja, ein Baum weiter, dann kann ich den looten. Egal, ist aber, wir sind auf jeden Fall gleich in den Top 10. 11 Gegner noch am Leben. Ja. Schaut es mit der Zone aus, da haben wir noch Zeit, die ballern sich. Ich weiß nicht, woher der geballert hat. Der muss irgendwo aus der Scheune geballert haben, das definitiv. Hier mal 8 Sucher. Energy Drink, das. Dreierhelm hat er nimmer mal mit. Polizeistufe West ist meine besser. Nein, hatte der doch nicht. Es sieht nicht schlecht aus, Mutter. Du stehst nur ein bisschen offen. Ein bisschen sehr offen, ehrlich gesagt. Zu offen für meinen Spielstil, weil die Zone jetzt sehr, sehr viel Schaden macht. Ich kann eventuell diesen Baum für mich sichern und habe damit eine sehr, sehr gute Position. Nee, damit habe ich auch keine gute Position. Aber ich bin zumindest in der Zone. Ja. Ich lege mich jetzt einfach hier hin. Was anderes, das kann ich ehrlich gesagt nicht machen. Nee, gar nicht. Das bringt dir gar nichts. Das ist... Den Spieler, Mokka. Den Spieler. Okay, die beballern sich jetzt. Jetzt müssen die in die Zone kommen. Die Zone wurde kleiner. Für mich richtig beschissen, sogar kleiner. Da hinten wird beballert. Ich werde mit der Zone laufen. Ja. Ich werde jetzt abwarten und ich werde mit der Zone laufen. Anders sehe ich keine Chance. 6 Leute noch über. Ich bin natürlich, normalerweise bin ich gegen Campen, aber das ist jetzt mega das Camper-Spiel geworden. Brückencampen, finde ich, ist noch eine Sache, die vertretbar ist. Okay, von links kommen Schüsse. Und von rechts. Ein Team rechts, ja. Ein Team links. Jetzt wieder, wie immer, in der Mitte. Wir warten noch. Ich werde mit der Zone gehen. Vielleicht habe ich nämlich das Glück dann, dass sie sich vorher sehen, vorher beschießen, sich low schießen und ich staub dann einfach ab. Das war eine Taktik. Also wir haben das Spiel aus einer echt beschissenen Lage in eine ganz gute Lage gewendet. Rechts, oh, die haben einen Sniper rechts. Ich glaube, ich sehe da schon inzwischen sogar einen. Aber der muss jetzt loslaufen, die müssen jetzt loslaufen. Der die ist werden raus. Ja, wahrscheinlich. Die sterben sogar wahrscheinlich an der Zone. Die Zone macht sehr, sehr viel Schaden. Und links wird wahrscheinlich ganz am Baum einer sein. Ich muss laufen. Die Zone macht so viel Schaden. Zone bringt mich fast um. Die Zone ist hart. Ja. In der Zone, Mucka. 6 Spieler, also. Der war alleine. Eigentlich noch 5. Der war noch. Aber der kommt auf mich zu. Ist tot. Sehr schön. Da vorne ist nur einer. Das war, glaube ich, der alleine gelaufen ist. Noch 3 Leute. Einer ist vor mir am Baum. Sehe ich aber auch nicht mehr. Pass auf. So, alles gut, alles gut. Ich hab diesmal die bessere Position. Okay, da oben sind die, wo das Auto hingefahren ist, ist noch einer. Ich habe die Zone gut auf mir. Die müssen gleich laufen. 2 Leute noch. Jetzt wird's spannend. Habe ich noch was zum Verbinden? Ich habe noch einen Energy Drink. Pfeife ich mir schnell rein. Da sehe ich einen laufen. Hat einen Ghillie, der wird einen Sniper haben. Auf alle Fälle.
Als ob der auf mich ballert. Konnte ich nichts machen. Natürlich haben die. Ich hätte nichts machen können. Hätte ich, wäre ich ausgewichen, hätte die mich abgeballert. Ist halt, na, Duo-Team, zwei Leute im Finale gegen einen. Keine Chance. Ja. Hatte ich keine Chance. Ich dachte. Aber die kommen auch. Wie kommt der eine kommt vom Osten, der eine kommt vom Westen? Wie haben die denn zu zweit gespielt? Aber trotzdem ein gutes Game, okay. Trotzdem ein gutes Game. War ein sehr gutes Game. Jungs, Mädels, ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Am Ende waren wir ein bisschen still, weil ihr wisst, sobald es ein bisschen spannender wird oder wo man sich konzentrieren muss, da redet man nicht mehr so viel. Jungs, falls euch das gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar. Forge ist heute zum allerersten Mal, glaube ich, auf YouTube dabei. Ja. Außer vielleicht von Ark, so dem einen oder anderen Fail-Video, weiß ich gar nicht. Haben wir mit dir das hochgeladen? Wieso beim Fail? Ja, erinnerst du dich an den Spino? Oder, ey, Forge, das kannst du mal immer mit dem Vogel, mit dem Argentavis, ein Turret tanken. Okay. Legendär. Jungs, Mädels, haut rein. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Schöne Woche am Wochenende. Macht was Schönes. Genießt das Wetter. Trinkt ein Bierchen. Ich sag, haut rein. Fortress, du hast das Wort. Peace and out. Peace and out.